Herr Rüther, Minister Pinkwart ist heute bei Ihnen zu Gast. Was wollen Sie mit auf den Weg geben zum Stichwort Windenergie? Ja, wir wollen Ihnen mit auf den Weg geben, dass wir dringend Gesetze brauchen, die uns in den Kommunen wieder die Planungshoheit zurückgeben. Das heißt, wir möchten gerne die Windkraftanlagen planen, möchten gerne die Flächen ausweisen und wollen vor allem diesen Wildwuchs verhindern. Was ist denn genau das Problem bei der jetzigen Strategie, die man in der schwarz-gelben Landesregierung fährt? Also ich glaube, dass es gar nicht die Strategie der schwarz-gelben Landesregierung ist, sondern es kommt schon von der vorherigen Landesregierung auch. Ich denke nur, jetzt muss die jetzige Landesregierung, und da wollen wir sie auch beim Versprechen nehmen, natürlich dafür sorgen, dass dort Abstände und so weiter eingehalten werden. Aber wir brauchen noch Unterstützung von dieser Landesregierung zum Thema Bundesgesetze. Denn ich spreche jetzt Paragraph 35 Baugesetzbuch an, wo wir dringend Unterstützung brauchen, dass wir wieder die Planungshoheit zurückbekommen, um dass wir eben sagen, die Städte und die Gemeinden müssen die Möglichkeit bekommen, selber wieder Nutzungspläne aufzustellen, die uns dann ermöglichen, eben genau die Flächen auszuweisen, die auch die richtigen sind aus unserer Sicht. Das heißt, es geht so ein Stück weit einfach um Verlässlichkeit. Es geht um Verlässlichkeit und, ich sage es ganz deutlich, der ganze Kampf vor Ort, der ja momentan zwischen Investoren und auch den Gemeinden, Kommunen, Städten stattfindet, ist ja auch ein bisschen künstlich gemacht, weil es keine gesetzlichen Regelungen gibt, die das eben verhindern.